Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, dass Sie die heutige Sendung angeklickt haben und wünsche einen gesegneten Empfang. Im Studio besucht uns heute Frau Rita Nägele. Herzlich willkommen. Dankeschön. Rita wird sich gleich noch selber vorstellen und wir unterhalten uns zum Thema vom Gesetz weg zum Glauben. So Rita, könntest du dich einmal vorstellen? Ja, ich heiße Rita Nägele, eine geborene Bold. Ich war verheiratet mit Alberto Nägele. Wir hatten 4 Kinder. 3 davon sind Mädchen und 1 ist ein Junge. Und 2 Schwiegersöhne. Ich bin seit 4 Jahren verwitwet. Wohne in Paratode und vom Beruf her bin ich Krankenschwester. Danke. Rita, erzähl uns einmal, wo bist du geboren und wie war deine Kindheit? Ja, geboren bin ich in Kasachstan. Ich bin das 3. Kind von 12 Kindern. Also meine Eltern hatten 12 Kinder und dann hatten sie noch die Oma und die Tante. Also das war eine richtig Großfamilie. Und ich würde sagen, wir waren nicht unbedingt arm damals, weil ich hatte dann manchmal das Gefühl, wir hatten doch ein bisschen mehr wie unsere russischen Nachbarn oder so. Mhm. Und meine Eltern waren aktiv in der Gemeinde. Und wir durften auch mitmachen. So, das war so, wir waren einfach mittendrin. Schon ganz früh merkte ich, dass Christsein Konsequenzen hatte, weil unsere Gemeinde Verfolgung litt. Also wir wurden manchmal bei Versammlungen einfach gestört. Von der Obrigkeit kam die Polizei rein. Und dann wurde das einfach so gestört. Und vielen traf es aber richtig hart aus der Gemeinde. Also da waren dann welche, die wurden ins Gefängnis genommen und so. Also daher wusste ich, dass das Christsein manchmal schwierig werden könnte. Mhm. Mhm. Waren deine Eltern sehr konservativ? Ja, gerade zu der Zeit würde ich gesagt haben, die waren nicht konservativ. Also es war so, wir lebten so eben wie viele andere auch. Nicht, dass wir irgendwie anders waren oder eine Ausnahme waren jetzt von der Äußerlichkeit her oder so. Also ich denke zu der Zeit nicht unbedingt. Und dann gab es eine einschneidende Veränderung. Welche? Ja, meine Eltern beantragten eine Ausreiseerlaubnis nach Deutschland und die wurde dann auch genehmigt. Oh, dann seid ihr nach Deutschland gezogen. Ja, genau. Und dann kamst du in ein für dich ganz fremdes Land, ja? Wie fühltest du dich dort? Ich fühlte mich da nicht unbedingt, dass es mir schwierig fiel jetzt in der neuen Umgebung oder so. Und das kam daher, weil meine Eltern zogen immer dahin, wo meine Cousins und Cousinen mit ihren Eltern auch hinzogen. Und die kannte ich schon von Russland her. So, das war jetzt nicht unbedingt, dass es eine sehr große Umstellung für uns war. Mhm. Und wie ging es deinen Eltern mit dem Umzug? Ja, meine Eltern, die hatten das nicht so leicht wie wir. Sie kamen mit diesen ganzen Veränderungen nicht so zurecht. Früher lebten sie unter dem Kommunismus, da waren strenge Strukturen und was erlaubt war und was nicht. Und hier in Deutschland war das dann so, dass alles Freiheit war und anders war. Und sie dachten, das wäre jetzt alles viel zu weltlich. Das war viel zu weltlich, viel zu modern. Und sie fingen an, sich in einer Gruppe zu sammeln. Und wurde eine Gemeinde gegründet. Und diese war ziemlich sehr konservativ. Mhm. Erzählst du uns einige Beispiele, mit welchen Themen und Dingen es bei euch in der Familie Kämpfe gab? Ja, das war mehr, also in der Familie und auch in der Gemeinde, ja, diese kleine Gemeinde, okay, die da entstanden war. Es fing damals an, Andersdenkende einfach aus der Gemeinde so lang an ihnen zu reden, mit ihnen zu diskutieren, bis sie entweder nachgaben, sich beugten, das Wort wurde viel gebraucht, ja, oder sie aus der Gemeinschaft auszuschließen. Und ein ganz großes Thema war auch, sich von der Welt fernzuhalten.
Und wir als junge Leute oder als Jugendliche oder auch als Kinder, wir gingen ja zur Schule und zu einer weltlichen Schule. Ja, das war nicht so, wie wir das hier in den Kolonien kennen. Und wir konnten uns ja nicht von der Welt so fernhalten, ja, in diesem Sinne. Und dann wurden auch regelmäßig so Brüderversammlungen gemacht, in denen wurde Verbote und Gebote so aufgestellt. Also das und das dürft ihr und das nicht. Und um nur einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel, man durfte nicht Hose tragen. Dann wurde immer gedroht, also wenn du eine Hose anziehst, dann kommst du in die Hölle, ja. Mit der Hölle wurde eben immer gedroht. Oder wenn du ein Kleid anhattest, was nicht ein Ärmel so angeschnitten war, das war Sünde. Wir mussten Kopftücher tragen, auch als Mädchen oder so, ja. Ausflüge mit Familien war verboten, in der Schule Aktivitäten mitzumachen, wie Ausflüge oder Schwimmen oder so. Das wurde verboten und das ging immer weiter. Also es wurden immer mehr Gebote und Verbote, die wir befolgen mussten. Und hielten wir uns nicht daran, dann wurden die Eltern sehr massiv unter Druck gesetzt. Und in der Zeit erlebte ich einfach, wie von unseren Eltern, die eigentlich liebevolle Eltern waren, plötzlich so diktatorisch waren und uns bestraften für Sachen, die sie sonst nicht gemacht hätten oder so, ja. Ja, genau, das war, außerdem lebten wir fast alle, die zu dieser Gemeinde gehörten, an einer Straße und die war eine Sackgasse. Also wir standen unter ständiger Beobachtung. Mhm. Wie alt warst du damals ungefähr? Ich war 9 Jahre. Als ich von Russland kam, war ich 9 Jahre alt. Mhm. Aber als ich das dann so mit den Jahren alles entwickelte, dann bin ich so praktisch da, habe ich da meine Jugend verbracht drin. Also die Teenagerjahre. Die Teenager und die Jugendjahre, genau. Mhm. Mhm. Wie ging es dir in dieser Zeit? Ja, ich fühlte mich gefangen und ohne Ausweg. Es war ein sehr schweres Leben. Ich war zu der Zeit noch minderjährig und einerseits wollte ich ja den Eltern gehorchen und andererseits merkte ich aber, das stimmte gar nicht mit dem Wort Gottes überein. Aber wie sollte ich da raus? Ja, wie geht das? Als Kind hast du da so wenig Möglichkeiten. Und ich fühlte mich einfach sehr verunsichert. Nicht geliebt, nicht von Gott, nicht von Menschen. Ständig diese Angst, ich würde jetzt was falsch machen, dann würden sie mich bestrafen oder dann müsste ich vor der Gemeinde oder sie würden kommen mit mir reden. Davor hatte ich panische Angst. Ich war ein sehr schüchterner Mensch und davor hatte ich einfach Angst. Und was mich zu der Zeit mehr erschreckte, das war, plötzlich fing ich auch an, so zu denken, dass alle anderen Menschen um uns herum, die würden verloren gehen und in die Hölle, weil sie nicht so lebten, wie unsere Gruppe lebte, wie unsere Gemeinde, ja, die figurierte wie eine Gemeinde. Und dieser Gedanke erschrak mich. Als ich erst einmal so weit dachte, jetzt denkst du auch schon so wie die, ja, das hat für mich irgendwie, das erschrak mich. Und ich fing an, einfach Gott zu bitten, mich aus dieser Situation zu befreien. Hattest du deine eigene Bibel? Durftest du die Bibel lesen? Ja, wir haben die Bibel gelesen. Ich muss dazu sagen, dass aus der Bibel nur immer ganz bestimmte Sprüche gepredigt wurden. Mhm. Also besonders hervorgehoben und besonders so gedrillt. Ja. Ja. Mhm. Und das war gerade den Eltern gehorsam sein in allen Dingen oder auch der Gemeindeleitung vollkommen untertan sein. So Sachen, das wurden besonders hervorgehoben. Mhm. Und hast du auch mal andere Abschnitte gelesen? Ja, genau, dazu kommen wir noch. Okay. Ja, das ist das Interessante dran, dass ich habe doch andere Abschnitte gelesen. Ungehorsam oder was? Ich war Christ, ich hatte mich mit 9 Jahren schon bekehrt. Okay. Und wir durften die Bibel lesen und wir haben die auch sogar mit unserem Jugendleiter diskutiert. Hör mal zu, da steht das doch so. Und in dem Moment, wenn er mit uns zusammen war, hat er das auch zugestimmt, aber in dieser Brüdergemeinde, da hat er sich nicht durchsetzen können. Und dann hast du gebetet, dass Gott irgendwie eingreift. Wie hat Gott dann eingegriffen? Gott kann sowas von langsam manchmal sein. Und
Das ist auch eine sehr interessante, interessant, wie er angegriffen hat, weil genau der Gemeindeleiter, der wollte von der Welt weg und der wollte dann nach Paraguay ziehen. Und ich habe dann, mein Vater zog ihm bis dann immer hinterher und er wollte den auch hinterherziehen. Und komischerweise haben wir als erwachsene Kinder schon zugestimmt. Wahrscheinlich, weil wir da einfach mal raus wollten. Also sind wir nach, es hat dann auch ein paar Jahre gedauert und dann sind wir nach Paraguay gezogen. Und wohin genau in Paraguay und wie war dieses Mal die Umstellung auf das neue Land? Ja, wir zogen nach Paraguay, wir sagen das immer amische Kolonie, sie selber nennen sich nicht so. Und Lucy Esperanza heißt die Kolonie und wir zogen da in ein halbfertiges Haus. Mit ganz wenig Einkommen versuchten wir als Großfamilie zu überleben. Da spürte ich zum ersten Mal, dass ich mehr Freiheit hatte, dass es einfach freier geworden war, weil die Gemeinde nicht mehr da war, obwohl der Gemeindeleiter unser Nachbar da noch immer war. Ja. Trotzdem eine ganz gewisse Freiheit spürte ich dann da schon. Und was habt ihr gemacht, was haben deine Eltern gemacht, um zu überleben? Du sagtest, das war ganz schön schwierig. Ja, die haben, wir haben auch gemolken, eigentlich mehr das. Bauernhof. Bauernhof. Ja, wir hatten da so 100 Hektar Land oder so gekauft, schon vorher. Und dann haben wir versucht, dann alle uns im Melken zu üben. Okay. Super. Und du sagst, du bist Krankenschwester. Wie und wo hast du diesen Beruf gelernt? Ja, mittlerweile war ich schon 19 Jahre alt. Und ich war eingeschüchtert, minderwertig. Ich traute mich gar nicht, zum Beispiel nach Deutschland zurückzugehen, um da eine Ausbildung zu machen, weil ich hatte ja da meine Schule abgeschlossen. Und dann bewarb ich mich bei der Kolonie Sommerfeld. Und die war auch ganz konservativ, also das war jetzt nicht wirklich was anderes. Und normalerweise nahmen sie die Leute von außen nicht an. Und mich hatten sie dann angenommen, so habe ich da meine Ausbildung gemacht. Bin dann weiter nach Philadelphia gezogen, habe da gearbeitet beim Sanatorium Irene und einen psychiatrischen Kursus mitgemacht, der dann da gerade lief. Und wieder alles neu in Philadelphia, ja? Ja, eine neue Kolonie, neue Chancen, neue Menschen, neue Umgebung mit ihren Herausforderungen. Wie war das für dich? Ja, stimmt. Ich war zu dem Zeitpunkt mehr als 7-mal umgezogen. Und es war wieder einfach eine Herausforderung mehr, die ich meistern musste. Also da gab es nicht, du kannst nicht oder so, ja. Das schaffst du jetzt auch, so war das dann. Und zu der Zeit entwickelte ich aber einen sehr großen Hunger nach dem Wort Gottes. Ich fing an, viel die Gottesdienste zu besuchen und auch Bibelstunde. Ich machte das Flat-Bibelstudium mit und ich saugte das Wort Gottes förmlich auf. Auch lernte ich beim Sanatorium, wie das Verhalten von Menschen und so in diesem Kursus und auch wie ein minderwertiger Mensch aussah. Und es war so, als ob sie mich beschrieben. Ja, ey, genau so fühlte ich mich, wie sie das war beschrieben. Nur, wie sollte ich da raus? Wie komme ich da raus? Ja. Und das andere war noch, die Vergangenheit holte mich immer wieder ein. Mich plagten oft Schuldgefühle, weil ich nicht so lebte, wie sie mir das gelernt hatten. Dieser Gedanke, ich würde verloren gehen, der begleitete mich sehr viel. Und ich es schien so, Gott war so weit weg und ich war in einem Loch drin. Ja? Und wie sollte ich da rauskommen? Ja, das wusste ich irgendwie nicht. Wie ging es dann weiter? Hast du Hilfe gefunden? Ja, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ich wollte meine Eltern besuchen fahren und sagte zu einer Freundin, die aus Paratode war, die war meine Arbeitskollegin da beim Sanatorium, sagte ich zu ihr, komm doch mal mit, dann besuchen wir meine Eltern. Und sie kam dann auch mit und der Bus hielt bei Cruce Pioneros
und da stiegen zwei Jugendliche aus Paratodo ein. Sie kannte die natürlich und hat gleich so Anweisungen gegeben. Also erst sitze ich mit dem einen und du mit dem anderen, nachher tauschen wir. Okay, habe ich gesagt, machen wir. Und dann kam ich neben Alberto Negele zu sitzen, den ich auch später geheiratet habe. Mhm. Und wir erzählten so über Gott und über die Welt. Und ich muss wohl in einem Satz gesagt haben, ich glaubte, Gott liebte mich nicht. Alberto, der von der Liebe Gottes Feuer und Flamme war, der konnte diesen Satz überhaupt nicht verstehen. Er sagte gleich, wieso? Gott liebt dich doch, guck mal. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn du da deinen Namen reinsetzt, dann also hat Gott Rita geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gab, auf dass, wenn sie an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre Christ und bis dann kann ich mich nicht erinnern, dass mir jemand gesagt hatte, dass Gott mich liebt. Das war einfach, das schlug bei mir ein wie ein Blitz. Dass Gott liebt mich, endlich liebt mich jemand, ja, so ähnlich. Und, das war, von dieser Perspektive fing ich dann an, die Bibel zu lesen. Und oh Wunder, das ging ja durch die ganze Bibel, ja, diese Liebe Gottes kann man ja von Anfang bis Ende überall sehen und lesen. Und das hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das früher nicht gesehen habe. Dann hat Gott also durch Alberto deine Gebete beantwortet, deine große Fragen. Ja, also wie gesagt, diese Liebe, die hatte mich total gepackt. Und nicht nur zu Gott. Plötzlich, ich fuhr da nach Hause und sagte zu meinen Eltern, also wenn ich mal jemanden heirate, dann diesen Mann. Und der ist so klein, der war ein klein bisschen höher als ich. Und später merkte ich, dass es nicht nur für mich eine Gebetserhörung war. Dass Alberto immer betete um eine kleine Frau. Und also Alberto erzählte später öfter darüber in seinen Zeugnissen, dass er Gott sehr um eine Frau gebittet hat. Und die sollte natürlich kleiner sein wie er, weil er war schon ganz klein. Und als wir dann an dem einen Tag zu ihm kamen und an seine Tür klopften, wir wollten mit ihm Tereré trinken, dann sagte er später, er hat um eine Frau gebeten, da standen zwei und er durfte sich eine aussuchen. Wie schön, Rita. Glaubst du, dass dir die auferlegten Gesetze am Glauben und am Wirken des Heiligen Geistes gehindert haben? Ja, ich glaube, überall dort, wo Gesetze, Gebote und Verbote den Menschen aufgestellt werden, da hindert es, dass der Mensch direkt mit Gott in Kontakt kommt. Er entwickelt so sehr viel Menschenfurcht. Der kann das gar nicht dann... Der lebt dann so, als ob man dieses Kreuz Christi gar nicht gibt. Mhm. So, der muss dann ständig sehen, dass er das Gesetz befolgt und jenes Gesetz befolgt und vielleicht den Traditionen nachgeht und was werden die Leute sagen, aber nicht direkt zum Kreuz. Mhm. Und je näher wir zum Kreuz kommen, desto mehr können wir ja auch Gott verstehen. Mhm. Und ich glaube, das war das Problem, warum ich die Bibel nicht wirklich verstanden hatte. Ja? Ich hatte so viel Menschenfurcht und als Kind hat man ja vielleicht auch nicht einen großen Ausweg. Und später war Gott so gnädig gewesen, dass er mir einfach dieses geschenkt hat. Mhm. Und was möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Schluss mitgeben, Rita? Ja, ich möchte sagen, dass wir von dieser Liebe Gottes nur profitieren können. Dass das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, das ist das Maximum. Je näher wir an dem Kreuz sind, desto mehr werden wir davon profitieren. Ja? Mhm. Und auch möchte ich, dass wir als Eltern unseren Kindern viel weniger Gebote und Verbote sagen, sondern sie viel mehr lernen, Jünger Jesu zu sein, lernen auf den Heiligen Geist hören. Das hat bei mir auch lange gedauert. Es fing damals im Bus an und es dauert immer noch an. Vielen Dank, Rita. Danke, dass du hier warst und uns etwas aus deiner Lebensgeschichte mitgeteilt hast.
Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.